Hi. So, ich habe gehört, du bist Dia Jungler hier. Genau, richtig. Welches Dia bist du? Dia 4 momentan. Ah, ein Pistak, okay. Ja, schon. Deine besten Jungler? Maximal 3 Stück. Kayn und Eve. Mehr ist es eigentlich nicht. Boah, okay. Cringe. Wo ist Kha'Zix? Spielst du Kha'Zix? Ja. Ah, ich hab dich. Okay. Wo siehst du denn deine Probleme? Also ich glaube, ich habe im Early meistens ein Lead, also ich komme im Early gut zurecht, aber halt das Snowballen, maybe kann man verbessern. Ich habe absolut gar keinen Plan von Laning, also ich habe bisher nur Jungle gespielt und entsprechend null Plan von Waves oder so. Das könnte vielleicht ein Nachteil sein. Ja, das ist glaube ich das Größte. Okay. Warum hast du gerade Evelynn eingeloggt und nicht Kayn? Ja, Gegner sind relativ squishy, wir haben wenig AP. Ja. Ja, aber ist denn der Gegner tanky? Nicht wirklich. Dann ist der Grund, warum du Evelynn pickst, ja nicht relevant, oder? Squishy interessiert Kayn auch nicht. Kannst ja Blue gehen. Magic Damage interessiert uns auch nicht, weil der Gegner wird ja nicht wirklich Dingens holen. Wird sich ja nicht wirklich Armor holen. Es sei denn, es ist Tank Teemo top, was ich jetzt einfach nicht glaube. Ja, ich glaube, dass ich besten mit Eve einfach besser rankomme, aber ja. Okay, nein, ich sag nicht, dass dein Pick falsch ist. Ja, okay. Ich wollte ja nur wissen, warum du sie nimmst. Ich sag aber auch nicht, dass er richtig ist, nur mal so. Na, ist gut. Wo hat Zed gestartet? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Okay. Leute, ich schwöre es euch, fast jeder, der unter dir 1 ist, achtet nicht aktiv auf den Jungler. Wissen wir jetzt, wo der Zed angefangen hat? Botzeit, ne? Der Zed ist unten. Er könnte die Botnet Prior ausnutzen, um zur Krabbe hinzugehen. Aber es tut er nicht. Das ist lol. Zed geht gleich Bot. Er zeigt jetzt auch jemand auf der Map, wo er ist. Oh mein Gott, den fick ich gleich richtig. Zed macht jetzt Krabbel, geht dann Bot ganken. Lol, was? Er will 2 crammen? Das bringt ihm nichts. Jetzt geht er einfach weg und wartet, bis das Mark weg ist. Jetzt kommt er wieder. Ja. Oh. Geh Gromp. Aber Zed wird wahrscheinlich invaden. Und kommt der Zed? Eve kriegt hier null Hilfe. Ich werde, er pimmelt da oben im Gebüsch rum. Oder? Zed hat zwar kein Smite, das dürfte ich aber nicht vergessen. Oh mein Gott, der Teemo! LOL! Der Teemo kommt einfach! Passiert das öfters, dass du so invaded wirst? Hin und wieder, ja. Bei Eve halt. Bei Eve bin ich halt, kann ich mich nicht so gut verteidigen wie mit Kayn, I guess. Mhm. Ja. Der Wukong ist auch ein Clown. Nein, Mann, der Wukong kann nicht move. Der Wukong hat einfach, ich glaube, 2,5 Miniways unter seinem Tower oder 3. Bist jetzt nur am Piss chillen, bis du 6 hast? Ja, weil ich gerade keine Möglichkeiten zum Ganken habe. Mhm. Momentan. Okay. Deswegen farm ich halt, aber ja. Dann ist dein Einkauf mega bad. Er hat mehr davon, sich den Blasting Wand zu holen und die andere Scheiße drumherum. Lasst euch vom Hexig-Alternator nicht baiten, Leute. Er ist manchmal nicht der bessere Einkauf. Gerade mit solchen Champions wie Evelynn, die nochmal insane Scaling haben. So, Level 6 erreicht. Wie geht's weiter? Jo. Was denkst du? Was hast du vor? Ja, momentan maybe Top-Level. Mein Bookmark gleich Ult. Hm? Objective werde ich nicht kriegen jetzt. Also Drake. Aber hier. Dieser Dia-Hate ist so schlimm. Soll ich sagen, warum man auf Dia hatet? Dia ist statistisch gesehen eine sehr hohe Elo. Was ist Dia? 3%? 2% oder sowas? Statistisch gesehen bist du sehr gut. Knowledge-technisch bist du sehr bad. League ist so komplex, dass du als Dia-Spieler ein Pisslow bist. Worauf hast du dein Auge? Gerade
Botlane. Warum gerade Bot? Über die Lane zu gehen, weil sich eventuell anbietet demnächst. Über, dass ich, wenn ich Botlane killen kann, kann ich Drake forcen eventuell. Okay. Hm. Hä? Ist, wie gesagt, statistisch gesehen ist Dia eine gute Elo. Das zweifle ich hier nicht an. Darüber aber, wie gut du in League bist, ist Dia bad. Ey, das ist so, als würdet ihr zu einem Professor gehen, der sich mit Milch auskennt und sagt, nee, Vollmilch ist nicht voll. Die ist halb. Nee, in Kiba-Saft ist Kirsche gar nicht drin, ist nur Banane. Sag mal, ich habe gerade ein bisschen Minecraft-Grafik. Ja. Woran orientierst du dich gerade überhaupt? Du meinst... Was entscheidet bei dir, was du machst? Du willst eigentlich nur Kills haben, oder? Ja, mit Eve schon. Ist halt sehr abhängig, wie die Lane stehen. Ich versuche halt auch auf Objectives zu gehen dann. Und im Late, wenn ich halt viele Kills habe, kann ich das Late... Ich hoffe mal, er wandelt diese Kills auch mal langsam in irgendwelche anderen Sachen um. Worüber gewinnst du grundsätzlich deine Games? Was macht dich aus als Spieler? Ich würde sagen, im Early ist es, fällt es mir eher leicht, halt Kills zu kriegen irgendwoher und darüber kann ich das Game meistens snowballen, aber ansonsten habe ich jetzt keinen besonderen Gameplan meistens. Ich gewinne halt zum Beispiel mit Kayn, bin ich mir immer sehr sicher, dass ich die Fights gewinne, weil ich meinen Champion kenne. Mhm. Deswegen force ich meistens irgendwelche Fights. Weil mir dieser Elo-Hate auf die Eier geht, Leute sind besser als was? Erzähl mal was zum Spiel. War ich natürlich besser als normal, weil ich wurde kaum gecatcht. Deswegen habe ich Eve gepickt. Also ich glaube jetzt, dass es für mich ein guter Pick war. Ich konnte halt gut snowballen im Early. Was hast du gemacht in diesem Spiel? Ja, ich habe versucht, mich selber herzubringen und mit dem Lead Objectives zu kriegen, wie meistens. Ja. Würdest du sagen, du bist erst gekommen, weil du es gut gemacht hast oder weil der Gegner schlecht gemacht hat? Ja, eher weil der Gegner schlecht ist. Also das... ich geier ja eigentlich momentan nur auf Kills und gehe dann irgendwie auf Objectives. Das ist jetzt kein großer Gameplan. Und was ist, wenn du keine Kills bekommst? Dann läuft meistens schlechter. Dann muss ich halt schauen, dass ich entweder Objectives steal oder halt auf Picks gehe mit meinem Team. So, erzähl mir mal, was du dein Matchup... Ja, gegen Zed ist halt, im Early kann ich halt nichts machen, wenn er mich invadet, bin ich im Prinzip halt tot, ich kann im Early nicht fighten, aber sobald ich Level 6 bin, oder sobald ich ein paar Items habe, gewinne ich auf jeden Fall, sobald ich ihn als erster engage. Okay. Ja. Also, ich spuck's immer mal vor. So, wolltest du Early mit selbst verteidigen, hast du Sweeper geholt und fängst am Blue Wolf an. Warum fängst du am Blue Wolf an? Ja, das war maybe ein Fehler. Ich hätte Toplane wären vielleicht easy Kills gewesen, Botlane. Ich habe darauf gehofft, dass Shaco und Zarya maybe ein bisschen aggressiv spielen. Dann kann ich da reingehen. Wo kriegst du leichter Kills? Oben oder unten? Also, wenn, kriege ich unten mehr Kills. Wo kriegst du leichter Kills, nicht mehr Kills? Leichter oben. Ja, immer gewisse Gankfragen, die wir gerne nutzen. Das ist immer sehr, sehr cool. Denn, wofür ganke ich? Für Kills. Wenn ich stark bin als Jungler, kann ich alles und jeden auf der Map contesten. Wie viel Damage haben wir? Wie tanky ist mein Gegner? Wie viel CC haben wir? Und wie mobil ist mein Gegner? Und wie viel Damage hast du auf der Top Lane? Top Lane schon viel Damage. Ist ja auch vollkommen Ignite, ne? Ja. Wie tanky ist dein Gegner da oben? Nicht sonderlich. Oh, das ist gut für uns, deswegen ein Plus. Wie viel CC haben wir da oben? Ja, mein Charm. Ist okay. Also, setz dich auf 0. Okay. Wie mobil ist dein Gegner? Also hat er Jumps oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Nee, dann ist er auch gut für uns. Mhm. Wie viel Damage hast du auf der Botlane? Ja, normal viel. Nicht. Ich würde sagen, geh, das ist jetzt, ja. Wie tanky ist dein Gegner? Normal, tanky. Also Shaco also, sehr squishy. Die sind beide squishy. Ja. Wie viel CC haben wir da unten? Eigentlich auch, ja, mein Charm, eventuell Vayne. Geht, normal. So, ist ein bisschen doof anzubringen. Wie mobil ist dein Gegner?
schon eher mobil. Der Shaco ja, die Xayah nicht. Deswegen eine 0. Top ist also auf einem plus 3. Bot ist also auf einem plus 1. Ja. Wo lohnt es sich grundsätzlich besser zu ganken? Ja, in dem Game auf der Top-Lane. Okay. Wenn du bei den Crux bist, kannst du Bot ganken? Mhm. Kannst du Mitte ganken? Ja. Kannst du Top ganken? Nee. Ach, kritisch, oder? Der Weg ist ja mega weit. Du gehst ja nicht einfach straight up hoch oder sowas. Achso, ja, okay. Na, wenn du beim Grump bist, kannst du Top ganken? Ja. Kannst du Mitte ganken? Ja. Kannst du Bot ganken? Nee. Schwierig. Ja. Deswegen, Mitte, wir sind immer in der Nähe. Natürlich musst du dir bei der Mitte auch die Frage stellen, ist es leicht zu ganken? So jetzt haben wir ein anderes Problem. Angenommen, du startest hier richtig. Angenommen, wir wollen Botlane ganken. Warum, frage ich dich, warum du bei Bluebirds anfängst? Muss er ja irgendein Problem sehen. Hätte ich dich das ja nicht gefragt. Ja, weil ich halt, wenn ich Bluebirds anfange, jungle ich mich halt Richtung Botzeit und nein. Kann auch nur Botlane. Wir gehen davon aus, dass Botlane jetzt einfach mal richtig ist. Mein Problem ist hier folgendes. Wenn du am Bluebuff startest, weiß dann jeder, wo du angefangen hast? Klar, jeder sieht auch, dass der Wukong später ankommt, oder? Ja. Kann dann der Set dich dann leichter tracken und dir dann leichter auf den Sack gehen? Ja. Ist die Winning Condition vom Set nicht im Early zu ficken? Ja. Warum machen wir es ihm dann so leicht? Was wäre denn unsere Alternative? Wenn ich trotzdem Botlane ganken will? Ja. Ja, entweder ohne Lee starten oder... Sag mir bitte dein Clear. Sag mir bitte dein Clear. Ja, Bluebuff. Aber willst du am Bluebuff starten als Evelynn? Nicht unbedingt, ne. Was denn, wenn wir Wölfe machen? Was denn, wenn wir die beiden dann gleichzeitig machen? Also Wolves, Raptor, Reds? Nein, Wolves, Gromblue. Mhm. Weil ich hier ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob du das schaffst, als Evelynn beide gleichzeitig zu machen. Solltest du aber eigentlich packen. Du musst den Gromp aber zuerst killen. Okay. Ich meine, ich kann gerne in der Kasse reingehen und nachgucken, wenn du magst. Aber ich denke schon, dass du es schaffen solltest. Ja, bin ich mir nicht sicher. Na, können wir es eben kurz einmal abchecken. Im Normalfall kann das eigentlich jeder Jungler. Aber selbst wenn nicht, kannst du die beiden Camps auch einzeln machen. Oder aber wir können den Clear sogar noch weiter verändern. Und nein, ich kriege den Dinge zuerst. Okay, ich flippe jetzt dafür, dass ich den richtigen mit Smite hätte. Geil. Ja, das geht fit. Ich habe gerade, okay. Also im versuch immer den Grom zuerst zu killen. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja. Denn, dann ist der Respawn-Timer cooler. So, denn jetzt weiß niemand, wo ich bin. Jetzt kann man zwar sagen, Silphi, aber du bist Half-Life, was okay ist. An den Raptors ziehst du dich ja grundsätzlich gut hoch. So, und niemand weiß, wo ich bin. Würde dich der Gegner invaden, wenn er nicht weiß, wo du bist? Vermutlich nicht. Warum nicht? Naja, weil er, wenn er nicht weiß, auf welche Seite ich anfange und er einen leeren Jungle invadet, dann... Kann er direkt AFK gehen. Ja. Kann er AFK gehen. Niemand weiß, wo du bist, du kannst machen, was du möchtest. Und du weißt aber, wo der Gegner ist. Okay. Wussten wir denn, wo der Set gestartet hat? In dem Game wusste ich es nicht. Da hast du gepennt. Ja. Mhm. So, jetzt haben wir Zed gesehen und Zed kommt hier natürlich von oben. Ja. So, jetzt pass auf. Schau mal nur auf die Karte, okay? Ja. Wo ist Zed gerade hingegangen? Richtung Skuttle. Oder okay. Halt. Ja. Okay. Richtung. Wie sieht Botlane gerade aus? Ja, ist eingepusht. Wie sieht Midlane gerade aus? Ja, halt beide ziemlich dead und even auf der Lane. Aber ist halt gankable für Zed, maybe. Du kannst Botlane Prio ausnutzen. Krabber checken, wenn du magst. Was fightest du hier mit ihm? Gehst du hoch zur anderen Krabbe? Alter, hier hast du Fettgente. Ja, das... Warum hast du hier Fettgente? Mein Ping hat er, glaube ich, ein bisschen ausgelassen, aber will ich jetzt nicht darauf schieben. Das meine ich nicht. Quatsch, warum wehst du ihn? Er hat doch noch gar nichts benutzt. Jetzt muss er doch weggehen, wartet dann und holt sich dann die Krabbe, oder nicht? Ja, ich hätte warten müssen, bis er ihn anfängt oder smite eventuell. Genau. Ja. Jetzt bumm. Ja. Okay. Jetzt aktiviert er die Pflanze. Du weißt, er ist drin, du machst deinen Job. Also ich würde dir schon mal einmal nach Hilfe pingen, damit er Bescheid weiß, weil er ist erstmal gezoned, weißt du? Denn ich habe hier im Stream gesagt, der Zed wartet hier oben bestimmt. Ich dachte es mir auch. Also ich dachte wahrscheinlich, dass er kommt, aber ich habe es trotzdem versucht. Ich konnte ihn ja... Du flippst hier. Naja. Wer ist unter Druck, er oder du? Naja, jetzt gerade ich. Wer ist generell unter Druck, er oder du? Ja, er in meinem Jungle. Nein, das mache ich nicht. Wann ist Evelynn stark? Mit dem Late-Game, oder? Hauptsächlich, ja, mit der Late-Game. Late-Game ist scheiße. Wann ist Zed stark? Early Game hauptsächlich. Early mit Game. Ja. Das heißt, er ist unter Druck. Er will dir das hier wegnehmen. Ja, okay. So.
Ist Kommod ehrlich hier? So, jetzt wusste ich auch, dass er keinen Smite hat. Warum läufst du hoch? Ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte Richtung Sikon gehen, aber war... Kannst du einfach runtergehen? Ja, weiß nicht. Ne, Tower ist hier näher dran. Ist einfach hin, weil er ist eh erstmal busy. So, eigentlich hätte ich Timo hier umbringen sollen. Ich weiß noch nicht, warum Zed nicht einfach rüber geflasht ist. Achso, okay, weil er noch das Mark drauf hatte. Wenn der Timo flasht und dich angreift, flasht er dich auch an und killt dich auch. So, und hier wird halt direkt Flip in die Flip gemacht. Warum holst du dir den Alternator? Ist halt eine gute Damage-Quelle für mich im Early, aber hab jetzt auf Eve. Weiß ich nicht, ob das das Beste ist. Muss ich nachschauen. Jetzt ist die Sache beim Alternator. So, du gehst mit 1500 Gold in die Base. Also, das Ding hier gibt dir 25 AP und nochmal diesen extra Burst, oder? Mhm. Kennst du deine AP-Scalings als Evelyn? Deine Ulti hat 180%. Okay. Deine ne, die scaled jetzt ein bisschen mit, das ist okay. Deine W, zumindest gegen Jungle-Monster nochmal ein bisschen was. Und dann hast du hier nochmal deine Q. Ja, die, wo das erste Ding 30% macht. Und dann nochmal dreimal weitere mit 30%. Du kriegst im Falle von Evelyn mehr Damage raus, wenn du die AP tatsächlich holst. Denn, wenn du dir den Blasting Wand zum Beispiel holst und ein Zauberbuch zum Beispiel, und ich glaube, ich könnte es vielleicht Bad and Matter sein, wenn du dann deinen Pot verkaufst für Dark Seal, 40, 60, 75 AP. Der hat 25. Klar, jetzt hat er hier, nochmal 60 Damage on top oben drauf. Wenn ich mich nicht irre, am Level. Ja, aber wir würden viel mehr Damage mit der ganzen AP machen. Ja, okay, verstehe ich. Ziemlich unterwegs. Na, wir sind fein dabei, wir sind relativ even. Und du movest runter. Wofür movest du runter? Ich hoffe auf den Pick, damit ich Drake machen kann, weil... Ja. Warum willst du Drache haben? Ja, sonst kann ich nicht sonderlich viel machen auf der Map gerade. Also hätte ich die Chance genutzt, dass ich eventuell Drake kriege, aber... Du machst Topside. Zwei Camps, maybe drei. Mhm. Der Herald kommt in einer Minute, kannst dann Top ganken. Oder Mitte, von mir aus. Und kannst dann zum Herald hingehen. Okay, ja. Was ist, wenn du hier runtergehst und keinen Kill bekommst? Kriegst du dafür irgendwas Cooles raus? Kannst du noch farmen? Nee, eigentlich gar nichts. Warum forcen wir? Ist dein Blue Buff? Ja. Da sind an seinem angefangen. Ja. Könnte er vielleicht, weil er auch selbst schnell cleart, mit 6 hier unten sein? Ja. Kann gut möglich sein, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er müsste eigentlich unten irgendwo sein. Ah, guck mal. Ah ja. Okay. Da ist er doch auch. Die Stelle kennen wir doch. Mhm. Und was passiert? Er hat seinen ganzen Jungle schon ausgefarmt. Ne, cool, jetzt hast du ein bisschen gechunkt, die Stars, Vayne ist tot. Zed hat wieder die ganze Kontrolle unten. Musst du riskieren oder muss er riskieren? Ja, ich muss nichts riskieren. Warum spielst du dann darauf hin? Also ich sollte mal höchstens auf Drakes gehen, wenn davon auszugehen ist, dass das Game Richtung 40 Minuten geht. Scheiße! Es gibt kein Scaling in League. Denn pass auf, wenn du sagst, der Gegner ist Minute 30 stark, weißt du, was ich mich frage? Was hast du von Minute 1 bis Minute 30 aus gemacht, dass der Gegner hier hinkommt? Selbst die längsten Games in League. Denk mal drüber nach. Wann beginnt Late Game für dich? 25 die Richtung. Okay. Dein Late Game geht also knapp 2,5 Minuten. Was jucken mich die letzten 2,5 Minuten des Spiels? Ich habe immer noch nicht Level 6 erreicht. So, ab jetzt darfst du League spielen. Was hast du bis jetzt aus dem Replay mitgenommen? Ja, in dem Game habe ich jetzt bis Level 6 eigentlich gar nichts gemacht, pretty much. Ja. Jetzt habe ich ja keinen sonderlichen. Also, der Plan ist jetzt eigentlich nur auf Kills zu geilen, damit ich scalen kann. So, jetzt, wir müssen ja jetzt langsam Objectives ranholen. Das stimmt. Also, das war aber jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war einfach, was du vor diesen 8 Minuten bis jetzt gemacht hast. Und da sehen wir eigentlich, du hättest Openings gehabt und Pathlings gehabt, die um einiges besser sind als der Scheiß, den du gemacht hast. Nicht, dass du unbedingt ganken musst, aber eher, dass du sagen solltest: Hey, ich piss chille lieber einfach mal ein bisschen. So. So, Kill wurde abgeholt. Er ist leider gestorben. Und du pushst dann. Fängst du den Held an und brichst ihn ab. Warum? Ja, ich habe seit Top-Lane gesehen und ich würde zu lange brauchen für den Harris. Musst du ihn denn solo machen? Im Moment ist mein Wukong nicht da. Er kommt jetzt. Was passiert mit der Top-Lane-Wave? Er pusht gerade rein. Zed muss sie halten. Oder will sie halten. Diese Wave hier wird sonst slow pushen. Zwei Waves. Okay.
Oder? Ja. Okay. Was geht hier ab? Kann der Xerath Prio holen? Ja. Du, auf Xerath ist saftig, oder? Ja. Weiß er denn, dass er Prio holen soll? Momentan nicht, wenn ich den ping. Oh. Ja, dann brechen wir die ab. Das wäre gerade Herald für uns gewesen. Okay, ja. Ja, stimmt. Ja, siehst du hier. Der Timo Pissschild hier noch. Ja. Free. So, das ist fein. Wir waren in der Nähe. Du hast auch gesehen, dass er low war. Also sieh hier nochmal ihren Feldflash. Super. Alter, ich hau dir auf die Fresse. Bruder, ich hau dir auf die Fresse. Du musst pisslow sein, um jetzt Drache machen zu wollen. Denkst du, die Vayne denkt sich, oh cool, lass mal hier pushen, ne? Wave in Tower rein und dann beim Drachen helfen. Und denkst du, sie darf dann noch in die Base gehen? Denkst du, sie will mit ihren 1400 Gold, die sie dann hat, auf der Lane stehen und Hardstack sein? Denkst du, du machst Drache schnell genug, um zu sagen, scheiß auf Vayne, ich brauch sie nicht? Könnte es sein, dass der Zed vielleicht gesagt hat, nachdem er hier fertig war, ich gehe in die Base und komm dann runter? Hätte sein können, ja. Hätte sein können, weiß ich nicht. Warum machst du dann Drache? Ja, aber ich hätte hier pushen helfen sollen und dann... Ja. Zed kriegt jetzt den Herald, weil du davor verkackt hast. Ja. Aber das hier war eigentlich ganz gut, dass du für die Debate nachdenkst. Das war fein. Das hier fand ich sehr gut. Du hast ja generell schon davor nach unten geguckt für den Gank. Ja. Ja, weil die Xayah keine Ulti hatte. Oder wurden wir Hops genommen. Und dann ist langsam mal wieder gucken, wo wir hier ein Opening haben. Was gehst du hier für hin? Bruder, deine ganze Topside wartet hier auf dich. Du geierst hier 30 Sekunden lang, wenn nicht sogar mehr rum, in der Hoffnung, auf einen Kill zu bekommen. Welche Lane ist denn die beste gerade, wo du weiter pushen kannst, wo du weiter snowballen kannst? Ja, Top-Lane. Top ist mega free, du brauchst den Wukong nicht mal. Ja. So, wofür eiern wir hier rum? Mitte, ganz ehrlich, die werden Mitte eh nur Ping-Pong mit den Lanes machen. Er pusht, ja. Sie pusht, er pusht, sie pusht. 5 Sekunden, 13, 10, ab dann rechne ich dir Zeit an. So. 25 Sekunden hast du hier gewartet. Jetzt stelle ich dir mal folgende Frage. Erstens, bist du hier noch tot? Zweitens, was ist, wenn sie ihren Flash nicht verkackt hätte? Ja, hätte ich nichts bekommen in der Mitte. Wasted. Wenn du zu mir sagst, Siffy, sie hat kein Flash, deswegen geier ich da, okay, cool, Digga. Bin ich persönlich kein Fan von, kann ich aber wenigstens nachvollziehen. Also, das ist immer wichtig. Wenn ich es persönlich nicht machen würde, heißt es nicht, dass deine Entscheidung schlecht ist. Sondern eher, das ist nicht mein Playstyle, sage ich mal. Das hier zum Beispiel. Ah, ist okay. Völlig okay. Ja. Fühle ich persönlich nicht. Ja, weil du hast jetzt so zum zweiten Mal alles stehen lassen. Aber kann ich nachvollziehen, den Gedanken wenigstens. Und das hier spiegelt sich komplett wieder. Jetzt siehst du geil aus, ne? Oh, ich bin 5-1, Digga. Ah, gib ihm dies, das. Aber so, der Zed hat 700 Gold mehr zum Beispiel. Ja. Ja, weil er doch wiederum auch bei Farm. Und die Sache ist, Farm ist safe. Damit will ich nicht sagen, hey, du gehst hier die ganze Zeit dir einfach ein Abfarm oder sowas. Sondern was ich ja sagen möchte, wir Jungler, wir sind in der Regel, ich sag mal, wir sind Hyänen. Wenn wir sehen, dass da jemand ist, der hilflos und schwach ist, geh hin, hau ihm die Fresse ein, bring ihn um. Du sagst ja in der Regel nicht, oh, ich hab Bock auf den Gank, lass mal gucken, was geht, sondern, oh, guck mal, der Gegner hat Low-Leben. Oh, der ist overextended oder sowas, right? Ja. Oder du bist ganz schlimm. Du bist ganz schlimmer Mensch. Du siehst, oh, guck mal, der kann gehen. Lass den mal umbringen. Das reicht dir schon aus. Lass mal in unsere nächsten Games etwas mehr zielorientierter reingehen. Bis circa Minute 10 spielst du auf Ressourcen. Damit ist Kills oder Farm gemeint. Ab circa Minute 10, wirklich hier steht circa, kannst du schon früher dafür gehen, spielst du auf Objectives. Drück auf Tab drauf, schau nach, welche deiner Lanes dir folgendes ermöglichen. Die Lane ist stark genug, um alles zu killen. Keine Ahnung, Digga, dein Top-Laner ist 5-0. Geh ihm einen Blasen, hol dir alle Objectives um ihn herum. Die Lane gibt dir ein gutes Kill-Setup. Lass mal in das Game reingehen. Oder hast du noch Fragen soweit erstmal? Jetzt direkt noch nicht. Ich habe das verstanden soweit. Gut, dann lass mal in das Game reingehen und mal versuchen, viel zielorientierter zu spielen, okay? Okay. Pass auf, wir werden jetzt hier ein bisschen cheesy gehen, okay? Dein Jungle-Matchup ist heftig bad, oder? Ja, ja. Du wirst das Game starten mit einem Yellow Trinket, einer Pink Ward und einem roten Pot. Du gehst deinen Blue Buff Pink Warden
Urgot hat ein gutes Gang-Setup. Ne? Urgot bringt RCC mit sich. Er hat gut Damage. Mordekaiser ist relativ immobil. So, jetzt pinkst du nochmal, dass du zu den Raptoren hingehst. Du machst jetzt folgendes. Du machst Raptors, Red, Crux und kannst dann Top-Lane ganken, wenn du magst. Okay, ja. Dadurch sind wir... Oh, da wurde gewardet. Wölfe, ja, Wölfe, 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 Wölfe. Geht's an Wölfen hin, geht's an Wölfen hin, geht's an Wölfen hin. Ganz entspannt. Der Rengar soll nicht wissen, wo wir sind. Ja, ja. Okay. Unser Hauptziel ist es, ihm aus dem Weg zu gehen. Und jetzt pass auf, der Pimmel hat am Red angefangen. Nach deinen Wölfen gehst du hoch in deinen Jungle. Du wardest jetzt gleich links deinen Blue Buff Jungle Eingang. Red Buff meine ich. Red Buff Jungle Eingang warden, links. Links das Gebüsch, links das Gebüsch, links das Gebüsch. Es gibt nur einen links. Ja? So. So, alles ganz entspannt. Wo wird der Rengar sein? Langsam top. Okay, können wir denn oben fighten? Nee. Nein. Wenn du weißt, wo der Rengar ist, weil er hat uns ja nicht invaded, sonst hättest du ihn ja bei der Pink gesehen. Ja. Tust du jetzt was? Ah, ja. Der Pimmel ist sogar hochgekommen. Du gehst einfach runter, du gehst einfach runter. Ja. Du gehst einfach runter, ganz entspannt. Unten die Crab ist free, denn die ist nicht contested. Ping ihr Danger. Du weißt immer, wo der Rengar ist. Ja. Wie viel CS hat der Rengar? 16. 16. Er kann nicht seinen ganzen Jungle geklärt haben. Ja. Wir gehen ihn aber nicht invaden, weil wir gerade nicht wissen, wo der Pike ist. Ja. Chance ist sehr hoch, dass er in der Mitte ist. Oh, unten. Bietet sich an. Ja. Wir haben Tempo dem Rengar gegenüber. Die dürfte auch keine Summoners haben. Ne, haben sie auch nicht. Draven hat nichts. Oh, haben wir genug Damage dafür? Ich denke. Ja. Okay. Wo muss der Rengar langsam hinkommen? Geh da weg. Ping sie weg. Ping sie weg. Und geh dann Jungle Farm. Geh dann Jungle Farm. Ja. Deine Wölfe kommen nämlich jetzt auch gleich wieder. Das heißt, du kannst ein Full Clear wieder machen. Weißt du, ob die Mitte Flash hat? Nee. Kannst du fragen? Ja. Muffin? Ich glaube, ich kenne mich mit Talies beim Damage nicht aus. Aber ich glaube, sie müssen die One-Shotten können. Spiel das. Das nächste Mal pingst du bitte auch, dass du kommst. Ja. Ah, du musst da rüber flashen. Okay, aufpassen, was er muckt. Hast du dich selbst getrollt? Ja. Oh. Chat, wie viel Damage macht die neue Talia? Ah, shit. Okay. Das hast du sehr schlecht gespielt. Ja, ich weiß. Machst du? Hm. Hättest du dich warten können? Ja, hätte ich. Hör mal auf, pass auf. Das geht mir richtig auf den Sack. Wir versuchen in diesem Game hier smart zu spielen. Du versuchst deinen Schwanz irgendwo reinzuhämmern. Wenn du Bock drauf hast, Pistak in Diamond 4 zu bleiben, kannst du damit gerne weitermachen. Da kannst du darauf hoffen, dass deine Gegner alle dumm sind, dass niemand auf die Map schaut, dass nichts passiert. Ja. Okay. Jetzt muss ich mal härter rangehen. Manchmal braucht man echt so eine Reality-Check. Okay, lass uns versuchen, unsere Ulti so zu nutzen, dass wir damit einen Pick machen, sodass wir für... Oh. Dass wir damit im Idealfall gleich für den Herald gehen können. Ja, okay. Guck mal, dein Blue Buff ist doch. Pass auf, mach mal deinen Blue Buff. Oder können wir den. Brauchst du dich? Ja. Oh, schade. Pass auf, mach mal deinen Blue Buff. Mach die Krabbe noch. Gib dein Gold erstmal aus, auf ganz entspannt. Pass auf, dein Mid-Ender kann die Perma-Prio holen. Okay. Lass mal diesen scheiß Herald abholen, okay? Kriegen wir das von der Zeit überhaupt noch hin? Oh, das ist aber gerade echt scheiße. Lass die nochmal mit rauspushen, Ward hier nochmal alles nebenbei aus. Okay. Du hast eine Pink, du hast eine Green. Oh oh. Ja. Egal, Mann, nicht ohne mein Team. Oh mein Gott! No way! Oh, oh, oh. Okay, at least. Oh, what the fuck? Hast du Ulti, kannst du die umbringen? Nee. Warum nimmst du dann einen Flank-Engel? Ja, ich leck.
Nicht lady, ich kann nichts machen. Bruder, warum gehst du sie überhaupt erst an? Ich hab dich vor 10 Sekunden gefragt, hast du Ulti, kannst du sie überhaupt erst machen? Du hast selbst nein gesagt. Warum versuchst du wieder auf Krampf irgendwas umzubringen? Da sind doch die Lecks scheißegal. Ja. Das ist doch das, was ich dir schon seit deinem Game sage. Ich werde nicht immer hinter dir sein und dich anbrüllen. Wenn ich dich einmal erfrage, kannst du sie umbringen und du sagst nein und du hardforsterst, wofür? So, ich maul dich hier nicht an, weil ich das irgendwie geil finde oder sowas. Aber du kommst her, sagst, du willst besser werden. Und das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du mal nichts machst. Okay. Okay. Wir wollen unsere Ulti, wenn es geht, jetzt dafür benutzen, dass wir Kills abholen und aus diesen Kills dann die Map nach vorne bringen. Das ist unser Ziel. Kannst du den Rengar Face checken? Nee. Warum läufst du dann da unten links so nah an der Mauer vorbei? Ich wollte ein Wall setzen, aber das ging nicht richtig. Hat das einen Grund, dass du wieder die ganze Zeit hier für Kills nachguckst? Hat dann der Mauer Ulti? Ja. Interessiert ihn dann dein Gank? Nee. Nein, der Rengar ist auch oben. Und du piekst wieder die ganze Zeit für den Gank nach. Denn du bist schon hochgegangen, bevor wir wussten, dass der Rengar oben ist. Also ganz langsam. Wir wollen hier keinen Kill haben. Wir sind nur hier für den Tower. Ja. So, du kannst gleich nochmal die Raptoren abchecken. Ping sie weg, ping sie weg, ping sie weg. Sag ihr, ich will nicht mehr hier sein. So, lass den Jungle klauen. Echt, hat sie noch den letzten Dings durchbekommen? So, wir sitzen wieder auf viel Gold. Wann kommt der nächste Drache? 1,5 Minuten. Okay, dann gehen die Base und gibt den Gold aus. Sehr schön, der Kill soll uns jetzt zum Objective bringen. Ja, okay. Vayne? Okay, Maschine? Ich hier hoch. Ändert dieser Kill irgendetwas an unserer Situation hier? Nicht wirklich. Hast du dadurch Drache secured? Nee. Okay. Hörst du mich? Ja, ich sehe dich aber nicht. Okay. Ja, sorry, keine Ahnung, was da los ist. Alles gut. Internet. Okay. Also grundsätzlich soll ich mehr auf meine... Ist das Game over? Ja, ist over. Achso, okay. Grundsätzlich solltest du diese Uga-Buga-Mentality loswerden. Ja. Ich sollte auf meine Lanes achten und entsprechend darum spielen, ne? Ja, du bist der Jungler und nicht Chuck Norris. Jede Entscheidung, die du machst, soll smart sein und nicht, oh, ich hoffe drauf, dass mein Gegner bad ist. Oh, ich hoffe drauf, dass er noch hier ist. Aber wenn er dann nicht da ist, habe ich 3 Jungle Camps verloren. Schade. Ja. Dein Ziel soll deinen Weg bestimmen. Und nicht andersrum. Du kannst dich nicht einfach irgendwo hinpathen und dann hoffen, dass du dann vielleicht noch einen Kill kriegst oder sowas. Ja, ich habe bis dir hat es teilweise halt einfach funktioniert, mit Kayn Level 4 jedes Mal Drake zu machen und so ins Late Camp zu scalen. Das hat sich böse angehört, was ich gesagt habe. Ist aber nicht so gemeint, aber manchmal braucht man diesen Reality-Check. Ja, verstehe ich. Und sowas kann man einfach nicht bringen. Jede Entscheidung, die du triffst, muss eine bewusste sein. Und es darf nicht sein, ich sehe Kill, geh für Kill. Ja. Okay. Ja, also erst einen Gameplan, festen Gameplan haben, auf meine Lanes achten und eventuell noch Item-Builds anpassen. Es gibt so manchmal Momente, die musst du einfach spontan spielen. Da ist einfach Chaos pur, whatever, man. Sag ich nichts. Ja. Aber es darf nicht sein, ja, Kill, dann noch ein Kill. Oh, guck mal, ein Kill, cool. Hier ist eine Chance für einen Kill, weißt du? Ja, klar, okay. Dann, wenn du nichts hast, dann wäre ich jetzt auch erstmal weg. Nee, soweit passt. Okay. Und dann wünsche ich dir dann einen guten, ja? Ja, gleichfalls, okay. Aus rein dann, bye bye. Ja, bye.